Hallo ihr Lieben, nun kommen wir zum zweiten Video, in dem Gustav euch zeigen will, was hier bei ihm an seinem Vogelfutterhäuschen so los ist. Dieses Mal haben wir die Videofunktion der Wildbeobachtungskamera Wild Vision Full HD 5.0 ausprobiert. Zusätzlich sind wir auch immer noch mit verschiedenen Stativmaterialien am Testen, um die Kamera optimal zu positionieren. Für unsere Videos haben wir zunächst mit der HD-Einstellung angefangen. Als wir dann auf die Full-HD-Einstellung gewechselt haben, gab es zunächst ein paar Aufnahmeprobleme. Die Kamera hatte einfach nicht ausgelöst. Dann zeigte sich aber auch, dass es Probleme mit der Speicherkarte gab. Ein Formatieren in der Kamera hatte das Problem dann aber aus der Welt geschafft, sodass wir dann auch in Full-HD aufnehmen konnten. Ich persönlich aber habe zunächst keinen wirklichen Qualitätsunterschied feststellen können, sodass wir dann am Ende wieder auf HD zurückgestellt haben.